Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Es könnte sein, dass entweder heute zwei Folgen von diesem Spiel kommen oder tatsächlich nur eine. Das heißt, eigentlich war heute geplant, um 15 Uhr FIFA 23. Das kommt auch, ne? Also das Video ist ja jetzt raus, wenn ihr es seht. Und um 20 Uhr Descenders. Allerdings habe ich Descenders nicht installiert. Das heißt, ich konnte das nicht spielen, beziehungsweise hatte auch keine Zeit, das jetzt zu downloaden, um das später aufzunehmen. Also hatte ich auch keine Zeit. Deswegen könnte es einfach sein, dass dann heute einfach zwei von diesen FIFA 23 Videos kommt. Das heißt, einmal eine um 15 Uhr und dann nochmal eine um 20 Uhr. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt will, dass um 20 Uhr noch ein Video kommt, dann drehe ich hier das, weil ihr wisst ja, aktuell ist ja die Probierwoche. Das heißt, jeden Tag kommt ein Video um 15 Uhr und um 20 Uhr. Könnte natürlich auch manchmal sein, dass es nicht funktioniert, ne? Deswegen ist es auch so kein Test, wie das denn zeitlich passt. Und wenn es nicht zeitlich passt, dann kommt halt eben kein Video. Aber ich denke mal schon, dass es dann auch bald weiter so eingeführt wird, dass dann halt jeden Tag wirklich dann auch nach dieser Testwoche dann immer ein Video kommt. Gut. Jetzt aber fertig mit dem Geschnacke. Wir legen los und starten die Partie. Ich habe gestern offscreen ein bisschen weiter gespielt, muss ich sagen. Mal gucken, wie es so geht. Ich habe gestern auch eine rote Karte gekriegt. Ist natürlich nicht so geil, aber ist passiert. So, es könnte sein, dass dieses Spiel nicht unbedingt gerade so flüssig läuft wie gewohnt. Dies liegt, weiß ich nicht woran, ist einfach so. Also ich habe echt keine Ahnung, warum oder woran das liegt. Ich hoffe mal einfach, dass es jetzt alles hier so schön funktioniert, weil ich habe jetzt keinen Bock noch irgendwie Stress mit diesem Kack-Internet. Nein, ich habe Pfosten getroffen. Und natürlich auch Entschuldigung für die Qualität dieses Videos. Es ist natürlich eine Übertragung, das heißt, es wird von der Xbox übertragen. Das heißt, es kann manchmal zu Rucklern kommen, so wie jetzt. Ihr seht es gerade nicht, ne? Aber es kann halt alles ein bisschen kacke sein. Dafür tut es mir natürlich leid. Beispielsweise jetzt ist es sehr verpixelt. Ich will mir auf jeden Fall auch bald eine Capture Card holen, damit ich dann das halt ein bisschen geiler spielen kann. Weil so ist es manchmal echt kacke. Gut, wir überspringen das jetzt, das Training hier. Es und ist eigentlich los. Klar, wen wir hier heute besonders im Auge behalten werden. Denn er wird die Karriere beenden und steht in der Startelf. Bleiben Sie dran, wir zeigen diese Worte Ihnen habe ich jetzt schon so bei 500. EA Sports. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ihre Kommentatoren heißen üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir übertragen für Sie eine Partie aus der MBS Pro League. Das dürfte ja, eine direkt richtig gute Partie werden. Natürlich. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Kein Gelb, aber ganz klar. Bei der nächsten Aktion wird es dann soweit sein. Hier, passt zu mir. Passt doch ja, zu dieser mir, Ball kommt nicht ey. An. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Team ich bin. Junge, das war ein Foul. Da ist er alleine durch. Das ist die Chance. Nein. Da hätten sie in Führung gehen können. Gehen müssen. Sehe ich ganz genauso. War natürlich eine Riesenchance. Ja, das war ein Zentimeter. Der Trainer denkt sich auch nur so. Der hat mich ja angenommen als Laie. Kann ich nichts für. Schießen Sie bitte. In den letzten Tagen stand er natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn er hatte die Gerüchte mittlerweile bestätigt. Buschi, er hört auf. Er ist am Ende dieser tollen Karriere angekommen. Ja, und das ist natürlich schade. Junge, wann verlässt er das nicht? Mein, das sagen die schon so ewig. Was hat der nicht alles erreicht? Er wird eine Lücke reißen, keine Frage. 1:1 ist er nicht zu ersetzen, das geht nicht. Ein Riesenspieler. Junge. Mann, ey, ich hasse die Qualität. Das ruckelt jetzt hier die ganze Zeit. Das geht ja einen auf den Sack.
Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Boah. Ballverlust. Übrigens, dass das leckt, ist auch bei euch. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Er zieht ab. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Geht mit einem Wurf weiter. Herrliche Parade. Da verhindert er den Rückstand. Das war natürlich. Oh, warte. Was für eine Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Eck in den Strafraum. Klasse. Den Ball hier noch über die Latte. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Volley genommen. Das ist natürlich kein echtes Problem für Seung-Yu. Ball ist weg. Junge, wohin? Ballverlust. Mann, was ist denn mit der Qualität los? Hier. Gut dazwischen gegangen. Zu mir. Boah, ey, dieses Team, ne, das macht mich fertig. Jetzt schieß doch mal zu mir. Danke. Halt doch den Ball. Diese Szene ganz stark gemacht. Ecke kommt ins Zentrum. Ja, passt auf. Gute Chance. Na, und der Schuss komm, geht genau auf den Torwart. Junge, was mache ich denn da? Ja, komm, macht euer blödes Tor und seid glücklich. Hm. Diese Qualität, nämlich regt das auf. Jedes Mal. Klasse, wie er da hingeht. Kommt hier dieses. Die Mitspieler bieten sich an. Ach, der auf besseres Timing. Junge, wie soll man das denn richtig timen? Schön dazwischen gegangen. Da zieht er ab. Da passt der klasse auf. Jetzt die Ecke. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Hier Rückpass. Ja, Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann... Okay. Weiter geht. Wir haben jetzt Anstoß. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Hier, das meinte ich, was gerade da gekommen ist. Jetzt schon wieder. Das ist ohne Grund, weil hier die Qualität ist gerade wunderbar. Also, nicht ganz wunderbar, aber auf jeden Fall besser als sonst. Guter Vorstoß jetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Ja, das haben sie geahnt nach dieser tollen Parade. Die Szene ist noch nicht vorbei und dann schaffen sie... Doch, das Tor. Jetzt muss ich aber auch noch. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Den Ball holt er gut verteidigt. Jetzt ist der Ton weg. Ja, ich glaube, das könnte eine Karte nach sich ziehen. Ja, eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Er kann sich durchsetzen. Die Chance jetzt. Mann, warum denn immer bei mir? Der hält jedes Mal dieses... Das ist eine verschenkte Chance. Ja, eine verschenkte Chance. Geh du mal aufs Spielfeld, Kommentator. Macht er gut hier. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt.
Ballbesitz ist nicht alles. Tore sind wichtiger. Junge, warum schießt er denn die ganze Zeit zu mir? Ich hasse diese Qualität einfach. Ja, er schubst mich auch noch weg, ganz ehrlich. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Nein. Pass wird abgefangen. Junge. Mann, ey, es nervt langsam diese Kackqualität. Meine Fresse. Ah, muss Xbox mal besser werden, ey. Cloud Gaming ist ja voll im Müll. Sie können den Ball erstmal abblocken. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen. Junge! Er holt den Ball hier ganz stark. Es war. Ey, jetzt ist es auch noch abseits. Warum geht mein Controller jetzt aus? Hä? Junge, ich will kein Team wechseln. Aber abseits angezeigt. Ball ist weg. So, jetzt. Mann! Leute, einen Moment. Okay, bin wieder da. So, weiter. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Er schießt! Mann! Das ist natürlich kein echtes Problem für Seung-Yu. Werf! Ey! Zeitspiel! Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Mit ran. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Aber dann können sie da doch nichts draus machen, Ball ist weg. Nur noch der Torwart vor sich. Ah, die Qualität, ne? Mich regt die einfach nur auf. Den muss er machen, da wird er sich ärgern. Guter Vorstoß da jetzt. Ist das hier die Entscheidung? Bam! Wenigstens ein Tor gemacht bei diesem Leck. Tolles Tor. Dings hier, ey. Rechnet nicht jeder mit? Der ist wohl einfach zu genau, auch wenn es die Torwart-Ecke ist. Das zeigt ja die Wiederholung deutlich. Was ist daran schon wieder ein Foul? Ja, jetzt lässt er weiterspielen. Jetzt ne? ist es aus. Schlusspfiff, das war's für heute. Die Gäste sind also der Sieger dieser Begegnung in der Liga. Sie holen sich hier einen schönen Ligasieg, auch in dieser. Ja, halt einfach dein Mund, blöder Kommentator. Der geht einen so auf den Sack. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut euch noch meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Haut rein, euer Stallo. Ciao, ciao.